Ich muss mich dafür hinsetzen, das ist der schwerste Adventskalender, den ich jemals gesehen habe. Freunde, ohne Gedöns, ihr kennt mich und Jean and Len, aber ich habe es trotzdem getan. Ich habe 90 Euro für den Jean and Len Adventskalender bei Amazon ausgegeben und das ist der schwerste Adventskalender, den ich in meinem Leben gesehen habe. Ich habe kein Gewicht, aber ich würde sagen, das sind 6 bis 10 Kilo und das ist eine Menge an Produkten. Und wir schauen, ob es sich lohnt. Und wir packen ihn aus. Jean und Len und ich, wir sind ja so ein bisschen... Ich habe schon ein paar Tops und ein paar Flops gehabt, aber ich bin der großen Hoffnung, oder ich bin der großen Hoffnung, ich habe die große Hoffnung, dass hier ein paar Produkte drin sind, die mich davon überzeugen. Was mich persönlich jetzt schon überzeugt, ist die Aufmachung-Tatsache. Dieses Ding ist so gemacht, dass du die Boxen einfach aufstellen kannst, da sieht man's, und so eine Weihnachtsstadt machst. Und das habe ich so noch nie gesehen. Finde ich sehr, sehr süß. Unglaublich schöne Farben. Das ist sogar fast die Farbe, die ich eigentlich im Hintergrund haben will, ne? Wir schauen, was drin ist. Es kommt mir bereits ein lieblicher Duft entgegen. Eine schöne Farbe hier, ne? Also wahrscheinlich habe ich es schon gemacht. Wahrscheinlich habt ihr schon gesehen, ich werde die Wand hinten streichen. Eigentlich sogar fast in der Farbe, ein bisschen dunkler. Oh, das gefällt mir gut. Den Pappaufsteller, das ist wie in der Drogerie. Das ist wirklich süß. Das hebe ich mal auf. Das kann man bestimmt gut gebrauchen. Das kann man vor allem auch wiederverwenden. Ich habe sowas tatsächlich noch nie gesehen. Und hier ist dann auch dieses Ding, wo man die Päckchen so reinstellen kann, dass es aussieht wie eine Stadt. Sehr, sehr süße Sache. Finde ich wirklich eine tolle Idee. Und du kannst vor allen Dingen auch die Pakete nächstes Jahr wieder benutzen. Wir gehen einmal durch. 90 Euro ist ganz klar, ist eine Stange Geld. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber Jean and Len ist ja jetzt auch nicht unbedingt die günstigste Marke. Ich bin sehr gespannt, was wir hier alles mit drin haben. Und deswegen würde ich vorschlagen, starten wir mal mit der 1. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und einen Kommentar mit mindestens 3 Wörtern schreibt. Das reicht ja auch für den Support. Für den Support zum Adventskalender oder so. Denn ich suche im Laufe der nächsten Wochen und Monate 24 Leute aus, die 24 Produkte aus allen Adventskalendern bekommen. Da werde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da gewinnt. Wir starten mit der 1 und haben hier direkt eine Handcreme. Alle Produkte sind übrigens hier in Full-Size-Größe drin. Silky and Rich Hand Treatment. Sieht sehr, sehr schön aus. Eine Handcreme, die nach Peony und Litchi riechen soll. Ich packe das jetzt nicht alles natürlich aus, ne? Aber ich kann euch mal zeigen, wie es aussieht. Kennt ihr die Produkte ja schon? Oh, krass. Auch gut, dass ich es ausgepackt habe. Das ist Metall, das ist kein Plastik. Das fühlt sich sehr gut an. So ein bisschen wie L'Occitane oder so, sehr hochwertig. Das ist auch die Richtung, in die Jean and Len gehen wollte, ne? So ein bisschen dieses hochwertigere Gefühl mit drin zu haben. Wir haben einen Conditioner. Intensive Leuchtkraft und vegan. Riecht sehr, sehr fruchtig. Ich hätte mir hier vielleicht gewünscht, dass es so ein bisschen weihnachtlicher riecht. Aber kann natürlich verstehen, dass man das so ein bisschen einheitlich haben will. Dass man es auch übers ganze Jahr verwenden will. Das sind 300 Milliliter. Das ist wirklich eine Menge und es riecht sehr, sehr gut. Ist ein Conditioner. Vielleicht haben wir hier auch noch ein Shampoo mit dabei. Weiter geht es mit der 24-Stunden-Face-Cream für alle Skin-Types. Ich glaube, das ist sogar ein recht neues Produkt, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, Jean and Len hat ja auch wirklich krass das Sortiment erweitert. In einigen Rossmann-Filialen gibt es sogar komplette Jean and Len, wirklich fast einen ganzen Gang. Also wirklich sehr, sehr spannend. Vielleicht habt ihr ein paar Favoriten von der Marke. Das wäre mal super spannend, die in die Kommentare zu schreiben. So können wir vielleicht in der Community, wenn wir uns für die Produkte interessieren, da auch nochmal gegenseitig so ein bisschen unterstützen und austauschen. WHU, das riecht auch spannend. Eine frische Fußcreme, Rosmarin-Ingwer-Duft. Okay, ist... Riecht gut. Nochmal 100 Milliliter. Das Ding, ich sag euch, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer das ist. Auch das sieht recht neu aus. Das ist Niacinamid-Serum. Serum für sensitive... Mandelöl und Niacinamid. Parfumfreies Serum für sensible Haut zur Unterstützung der Hautschutzbarriere mit Mandelöl und Niacinamid. Sehr, sehr spannend. Vielleicht hebe ich mir ein paar Produkte, suche ich mir natürlich immer raus, die mich persönlich sehr ansprechen, die ich dann für meine weiteren Videos benutzen kann. Gerade bei diesen neuen Produkten, das muss ich wirklich löblich mal erwähnen, weil es oft so ist, dass viele Marken einfach alte Produkte oder Produkte, die schon Ewigkeiten im Standardsortiment sind, mit in diese Adventskalender packen. Und nicht so mutig sind, auch mal neue Produkte mit reinzumachen. Und jetzt haben wir jetzt schon 2 auf jeden Fall recht neue Produkte. Wir haben ein Schmuckstück, das ist ein Armband. JL Jewelry Gold Plated Stainless Steel, also vergoldeter Stahl. Das sieht aber sehr, sehr schön aus. Das würde, glaube ich, gut an meinem Arm hier aussehen, oder? Das ist so ein etwas dickeres, sehr weiches Gold. Kriege ich das jetzt rum? Wahrscheinlich nicht. Ich bin ja so eine Goldmaus, ne? Fühlt sich sehr weich an, fühlt sich wirklich gut.
gut auch an. Ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Finde ich jetzt tatsächlich gar nicht so schlimm. Ich glaube, so ein paar spektakuläre Sachen oder die das Ganze so ein bisschen luxuriöser machen, finde ich okay. Es sollte halt jetzt hier nicht unbedingt eine Nagelfeile mit dran sein. Aber das glaube ich auch nicht. Dafür ein Zopfgummi. Es riecht aber gut. Es riecht irgendwie alles so ein bisschen, es hat alles so ein bisschen den Geruch der Produkte angenommen. Das ist so ein, es fühlt sich so ein bisschen an wie Leinen. Ist sehr weich. Ich glaube, ich weiß nicht. Also ich persönlich habe dafür natürlich keine Verwendung. Ich weiß, dass viele auf dieses Crunchies schwören. Sagt mir gerne mal, was ihr dazu sagt. Hier wieder ein großes Türchen. Schön. Das belebende Duschgel. Cranberry und Vanilla. Das klingt schon etwas weihnachtlicher. Gott. Also Düfte kann Jean Entländer. Das riecht wirklich sehr, 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 sehr gut. Auch so ein bisschen weihnachtlich, muss ich sagen. Belebendes Duschgel, feuchtigkeitsbewahrende Pflege, vegan für ein erfrisches Hautgefühl. 250 Milliliter. Komm, wir haben schon hier fast ein Kilo Pflege mit drin. Ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass auch das ein neues Produkt ist. Das ist die Micellenreinigungslotion für erste Fältchen, Arganöl und Retinol. Oh, auch sehr spannend. Das Packaging gefällt mir gut. Es sieht alles sehr, sehr clean und sehr, sehr schlicht aus, muss ich sagen. Hätte ich tatsächlich nicht so gedacht. Also ich habe mich auch noch mit der Marke noch nie so wirklich befasst. Was ich glaube, es gab hier, der Bronzer. Ich glaube, der Bronzer hat mich damals so ein bisschen abgeneigt. Aber ich sage natürlich auch zu euch immer, Freunde, auch wenn euch mein Produkt enttäuscht hat, heißt das nicht, dass die ganze Marke schlecht ist. Da muss ich mich natürlich daran auch selber halten. Deswegen entschuldige ich mich aufrichtig. Bis jetzt ist das ziemlich, ziemlich gut hier. Also, weil so viele... Also, erstmal sind Full-Size-Produkte. Bei Amazon ist er gerade sogar reduziert gewesen. Ne? Vielleicht ist er jetzt gerade auch. Da kann man den Coupon anklicken. Ich verlinke euch den unten mal. Aber wir haben auch hier eine Dusche, ein Duschgel. Auch hier weihnachtlich. Orange und Ink. Oh, das riecht auch toll. Wir haben zwei verschiedene Duschgeler. Das muss ich sagen, ja. Ich weiß nicht, ich finde, es hat nochmal was anderes, so ein Full-Size-Adventskalender, ne? Ah, da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Das ist eine Curling Cream, definiert und verleiht Locken Sprungkraft, Curly Girl Friendly. Keine Ahnung, was man damit machen will. Das finde ich ja süß, guck mal. Ich habe hier hinten gerade so gelesen. Seitdem hat Sophie die glanzvollsten Locken bei Jean & Len und ist die glücklichste Praktikantin Kölns. Willst du die nächste sein, dann bewirb dich unter jobs@jean&len. Das, finde ich, ist mal eine richtig, richtig gute Jobanzeige. Auf so ein Produkt. Weiter geht es mit einem Deo-Balsam. Wasserlilie, ein Deo-Balsam. Was dich berührt, wird ein Teil von dir. Safety First, unser sensitiver Deo-Balsam, schenkt dir eine auf natürliche Weise 24 Stunden frische, ohne Aluminiumsalze, ohne Silikone, ohne tierischen Ursprungs, ohne Alkohol. Ist auch hier. Das ist sogar Glas, ne? Ein komplettes Deo habe ich auch noch nie gehört. Aber es ist so lustig, weil ich habe das mittlerweile das Gefühl, Jean & Len ist so die Marke geworden, die alles hat. Ist so ein bisschen das Amazon der Drogerie. Angeblich gibt es sogar Zahnpasta von Jean & Len. Die habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht finden wir sie gleich hier drin. Und das nächste Türchen ist das hier. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist ein Kalender-Masterplan-Wegweiser fürs nächste Jahr. Du hast so ein Buch mit verschiedenen Möglichkeiten, wie du fokussierter bist, alles auf Anfang. Du hast einen Kalender, so ein Journal halt. Ich finde, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube, das kann man gut benutzen. KW14, April. Hier ist dann noch so ein bisschen, was sich so ein bisschen durchs Jahr begleitet. Zeit haben und Zeit nehmen. So sieht dein Tag aktuell bei mir aus. So sieht mein idealer Tag aus. Kann man ein bisschen gegenüberstellen. Das finde ich wirklich süß. Habe ich so auch noch nicht in einem Adventskalender gesehen und ist auch hier Jean & Len angepasst. Also es ist jetzt nicht von irgend, weiß ich nicht, Leuchtturm oder so hier mit reingepackt, sondern wirklich angepasst. Es riecht hier so gut. Wir haben ein Skin Soaking Bade-Elixier, Peony und Litchi Scent, eine Bade-Essenz. Oh, ich bin nicht so die Litchi-Maus. Bade-Essenz. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch. Wir reden am Ende darüber. Na, auch hier, das ist so ein Bodyshop-Produkt. Body Butter, intensiv vitalisierende Pflege, Mango Avocado. Boah. Und das, kennt ihr noch diese Mango Body Lotion vom Bodyshop? Genau so. Oh, das schwerste Türchen, glaube ich. Dieses Jean & Len hat alles, ne? Eine Kerze, Rosmarin und Ingwer. Riecht sehr, sehr gut. Die kann ich mir vorstellen, dass ich mir die hier in den Hintergrund stelle, wenn die Farbe angepasst ist. Sieht sehr, 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 sehr hübsch aus, das Packaging, muss ich sagen. Also, ne, Jean & Len vom Packaging her toll. Preis-Leistungs-Verhältnis auch eigentlich gut. Brenndauer 20 Stunden. Das sieht halt alles so ein bisschen cleaner und ein bisschen älter aus. Es gibt eine Firma, die ich ganz toll finde. Die habe ich in London kennengelernt. Unglaublich tolle Produkte. Tolles Design, tolles Packaging, tolle Philosophie und tolle Produkte. Sieht genauso aus, nur ein bisschen schlichter, nicht ganz so bunt. Aber so vom Feeling her kriege ich dasselbe Feeling. Wir haben eine Dattel-Vanille-Haarmaske. Kommt in so einem Sachet. Auch die sieht einfach unglaublich schön aus. Ne? Das ist gerade meine Ästhetik. Waldgrün und Gold. Keine Ahnung warum. Die riecht nach... Ah, hier steht sogar Have a Rosemary Christmas drauf. Das ist so ein bisschen Weihnachten.
Oh, es riecht wirklich nach Weihnachten. Es riecht ein bisschen wie so eine Tanne, die gerade frisch geschlagen wurde. Wunderschön. Ich sag euch, ich werde noch gute Freunde mit der Marke. Und wir haben meinen Geburtstag noch nicht ausgepackt. Wir haben ein Haaröl. Anti-Frizz und Repair. Wonach riecht das? Eigentlich noch gar nichts. Gegen Frizz, für Kennbarkeit. Hier, warmer Kokosduft, Sandelhölz und Kokos soll es riechen. Boah, ich glaube, meine Nase ist hier gerade auch ein bisschen überfordert. Ich muss sagen, stopp. Mir macht das gerade richtig Spaß. Ich muss meine Emotionen teilen und ich habe gerade wirklich richtig viel Freude an den Produkten, weil ich sehe das hier alles vor mir und das sieht so, es sieht so schön aus alles. Hier haben wir so ein kleines Kosmetiktäschchen in Baumwolle. Kann ich drüber hinwechseln, ehrlich gesagt. Ich glaube, bei diesen Füllerprodukten ist es immer so ein bisschen so die Waage. Ist das ein Füllerprodukt, weil viele andere wirklich hochpreisige Produkte mit dabei sind? Oder ist es ein Füllerprodukt, weil einfach alles Quatsch ist? Hier hast du wirklich verschiedene Produkte drin. Und dann mal so ein Füllerprodukt, was aber dazu passt, finde ich, glaube ich, okay. Komm, wir machen mal den Geburtstag auf. Eine Handcreme. War wie bei Isana. Handcreme für Hände, die nach dem Schmücken... Guck mal, das ist doch alles angepasst. Für Hände, die nach dem Schmücken extra geschmeidige Pflege brauchen. Scanne mich für eine Christmas-Magie. Das machen wir jetzt mal. Da ist hier hinten so ein QR-Code drauf. Schauen, ob die Seite schon freigeschaltet ist. Have a Rosemary Christmas. Willkommen im Club der Rosemary Ginger-Liebhaber. Egal, ob du die Handsoap mit den würzig frischen verschenken, bla bla bla. Ah, hier ist ein Rezept dabei. Rezept für Rosmarin-Ingwer-Kekse. So verpackst du eine Seifenflasche. Love it. So kleine Spielereien, damit kriegst du mich. Wir haben ein Shampoo, Bambus und Lilie. Lilie, ne, das ist alles, wobei es riecht gut. Es riecht wirklich, wirklich gut. Wir haben Conditioner, wir haben Pflege, wir haben Duschen, wir haben eine Creme, wir haben Skincare. Wir haben Aloe Vera und Gurke, Duschgel für ein belebendes Hautgefühl. Und das letzte Türchen hier im Bunde ist ein Lippenbalsam. Wollt ihr meine ehrliche Antwort kriegen? Das ist einer der besten Adventskalender, die ich dieses Jahr bisher ausgepackt habe. Du hast so viele Produkte mit drin, die Spaß machen. Es wurden Produkte angepasst. Du hast verschiedene Kategorien drin, um die Marke kennenzulernen, um verschiedene Reihen kennenzulernen. Du hast was für die Haare, du hast was für die Pflege, du hast was für dein Haus, du hast sogar ein Schmuckstück. Finde ich in Ordnung. Es passt ja sogar gut. Es passt zu mir, passt es sowieso ganz gut. Finde ich, ich liebe Gold. Hat mir wirklich, wirklich Freude gemacht. Und wenn ihr die Marke kennt oder ihr die Marke kennenlernen wollt, würde ich sagen, ist das ein guter Adventskalender. Ja, ich hätte mir vielleicht ein Duschgel weniger gewünscht. Okay, wir haben drei verschiedene, aber du hast zwei davon, die weihnachtlich sind. Aloe Vera und Gurke ist jetzt nicht unbedingt so weihnachtlich. Du hast angepasste Produkte, die nach Weihnachten schreien, was alles so ein bisschen besonders ist und es hat mir einfach Freude gemacht, die Produkte auszupacken. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Schreibt mir das unbedingt einmal in die Kommentare und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!